Wir möchten hier diese Stammfunktion berechnen, wo die Zahl a eine angegebene streng positive Zahl ist. Man weiß nicht so recht, wie man die Übung anfangen soll. Im vorigen Tutorial haben wir genau diese Stammfunktion algebraisch gerechnet. Versuchen wir es hier trigonometrisch und betrachten dieses rechtwinklige Dreieck. Nennen wir die Hypotenuse a, diese streng positiv angegebene Zahl, und diese Kathete, das ist x. Durch den Satz des Pythagoras wissen wir, dass die andere Kathete die Quadratwurzel aus a² minus x sein muss, genau die Quadratwurzel, deren Stammfunktion wir hier suchen. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus von phi ist die Gegenkathete x geteilt durch die Hypotenuse a. So, also muss x a sin phi sein. Wir werden also hier drin x ersetzen durch a sin phi. Kommen wir jetzt zu dem dx. Wenn x a sin phi ist, dann muss die Ableitung von dem x gegenüber der Variable phi a cos phi sein. Also ist dx dasselbe wie a cos phi d phi. Wir werden also jetzt hier die Variable wechseln. Wir werden wechseln von der Variablen x zur Variablen phi. Dieses x ersetzen wir durch a sin phi und das dx ersetzen wir durch a cos phi d phi. So, jetzt bleibt also diese Stammfunktion zu bestimmen. Unter dieser Quadratwurzel können wir a² ausklammern. Dann bleibt zwischen Klammern 1 minus Sinus Quadrat von Phi und das ist Cosinus Quadrat von Phi durch die Grundformel der Trigonometrie. Also steht hier Quadratwurzel von a² mal Cos Quadrat von Phi. Das heißt a cos Phi. Die Quadratwurzel aus a², das ist a, weil a ja streng positiv ist. Und die Quadratwurzel aus cos² von phi, das ist Cosinus von phi, denn dieser Cosinus ist positiv, weil phi ja ein spitzer Winkel ist. Also haben wir hier a cos phi mal a cos phi. Das heißt, wir suchen letztendlich noch die Stammfunktion von a² cos² von phi d phi. Dieses a Quadrat fliegt als Multiplikative aus der Stammfunktion raus, weil es ja nicht von phi abhängt. Und Cosinus Quadrat von phi kann durch die entsprechende Formel von Carnot ersetzt werden durch 1 plus cos 2 phi geteilt durch 2. Bleibt noch diese Stammfunktion. Das ist also die Stammfunktion von 1 halbes d phi plus die Stammfunktion von cos 2 phi halbe d phi. Stammfunktion von 1 halbes d phi, das macht natürlich phi halbe. Und die Stammfunktion von cos 2 phi halbe, das macht sin 2 phi Viertel. Also so. Jetzt werden wir zurückkehren zur Variablen x. Zuerst dieses phi. Wir wissen, dass x a sin phi ist. Und demzufolge muss dieser Winkel phi Arcosinus von x auf a sein. Also dürfen wir hier phi ersetzen durch Arcsin von x auf a. Das Sinus von 2 phi schreiben wir zuerst durch die trigonometrische Verdopplungsformel um in 2 sin phi cos phi. Wir wissen aber, dass sin phi x auf a ist, das erkennen wir in diesem rechtwinkligen Dreieck. Wir wissen auch, dass der Cosinus von phi ebenfalls zu erkennen ist, und zwar unter cos von diesem Spitzenwinkel phi, das ist die Ankathete, das heißt diese Quadratwurzel, geteilt durch die Hypotenuse, das heißt a. Der Cosinus von phi ist also gleich zu dieser Quadratwurzel geteilt durch a. Und somit wissen wir, dass der Sinus von 2 phi gleich zu diesem Produkt ist. Also können wir hier sin 2 phi ersetzen durch dieses Produkt und stoßen somit auf diese Rechnung. Jetzt ist kein phi mehr drin,
Jetzt ist nur noch die Variable x drin. Das a Quadrat halbe setzen wir nach vorne. So steht als erster Term dieser Summe a Quadrat halbe mal 8 Sinus von x auf a. Jetzt der zweite Term. Hier steht a Quadrat und hier steht als Nenner auch a Quadrat. Diese beiden a Quadrat kürzen sich weg. Dann kann man diese 4 noch mit 2 kürzen. Oben bleibt dann 1, unten 2. Also bleibt als zweiter Term im Endeffekt übrig x halbe mal diese Quadratwurzel. So. Und somit haben wir diese Stammfunktion trigonometrisch bestimmen können. Und dieses Männchen kann dann weg, denn wir haben die Stammfunktion ja gefunden.